My name is Walter Maponga and I come from Zimbabwe. Okay. And my name is Efias Chivunga. I also come from Zimbabwe. Yes. We are doing courses with the original Shona serpentine stone that was used to make sculptures. So people we've done workshop with, they've always enjoyed it and always going home with something that is really perfectly made through our assistance, through our teaching. Yeah. Also als erstes hatten wir einen Stein vor die Nase gesetzt bekommen und den habe ich dann bearbeitet, erst mit einem Hammer und dem Meißel und dann noch mit der Feinarbeit mit der Feile. Also die beiden Kursleiter waren total nett, die sind immer wieder auf einen zugekommen, haben einem Hilfe angeboten, haben gefragt, hey, wie läuft's, und dann hat auch Hilfestellung gegeben, selbst beim Meißeln sozusagen, haben dann auch mal den Stein gehalten, wenn man nicht richtig wusste, wie es geht, und das fand ich schon sehr gut, habe mich gut aufgehoben gefühlt. Ja, also ich fand den Kurs ziemlich cool, also ich habe sowas noch nie vorher gemacht und war auf jeden Fall meine Erfahrung, das auszuprobieren. Also in der Schule macht man ja viel mit Ton und so, und jetzt mal mit Stein zu arbeiten, fand ich was Besonderes und hat mir gefallen. Also der Kurs hat mir ganz toll gefallen. Habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass es auch ein bisschen anstrengend ist, aber war toll.